Barrierefrei erlebbar könnte man den Abschluss des ersten Bauabschnittes des Novalis-Schlosses Oberwiederstedt überschreiben. In den letzten Jahren erfolgten umfangreiche Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten am Westflügel des Schlosses, der Forschungsstätte für Frühromantik und dem Novalis-Museum. Zum Abschluss des ersten Bauabschnittes luden der Landkreis und das Schloss am Mittwoch zur Pressekonferenz ein. Die Baumaßnahmen wurden im Rahmen des LEADER-Programms mit Mitteln der EU und Mitteln zur Vitalisierung des ländlichen Raumes gefördert. Wie das zu verstehen ist, erklärt Michael Schumann, LEADER-Manager der Aktionsgruppe Mansfeld-Südharz. Und um eine LEADER-Förderung zu erhalten, muss jede LEADER-Gruppe, die sich darum bewirbt, ein sogenanntes Entwicklungskonzept schreiben. Ich will es nochmal hochhalten, so sieht das aus. Das haben wir 2015 gemacht und haben den Zuschlag erhalten als eine von 23 Gruppen in Sachsen-Anhalt. In diesem LEADER-Konzept sind bestimmte Projekte definiert. Wir haben etwa 170 aufgeschrieben, ziemlich konkret. Und eines davon ist eine Projektgruppe, ist die Entwicklung des Areals hier um das Schloss, um das Novalis-Schloss. Dieses Areal hat im Wesentlichen drei Eigentümer, nämlich den Landkreis als Haupteigentümer, aber auch die Stadt Arnstein und die evangelische Kirche. Und die Idee war, weil ja LEADER immer etwas Besonderes sucht, immer die besonderen Projekte unterstützt, dass man insgesamt darüber nachdenkt, wie man dieses Areal entwickeln kann. Der Landkreis ist dabei Vorreiter und es sind insgesamt drei Projekte, drei Maßnahmen über das LEADER-Programm realisiert worden. Erwin Hilpert, Bauamtsleiter der Kreisverwaltung, stellte die vorgenommenen Baumaßnahmen im Überblick dar. So wurden unter anderem das Archiv im Dachgeschoss umgebaut und energetisch saniert. Neben der Fassadengestaltung erhielt natürlich der barrierefreie Zugang Priorität. Bevor der Personenlift eingeweiht wurde, mahnte jedoch Landrätin Dr. Angelika Klein Land und Bund an, sich allmählich auch in der finanziellen Verantwortung einer solch international angesehenen Forschungsstätte zu wissen. Obwohl es Zweifler gibt, dass wir das weitermachen sollen, auch im Kreistag, bin ich doch der Meinung, dass wir eine solche Stätte von kulturhistorisch weltweiter Bedeutung nicht einfach schließen können. Wie gesagt, normalerweise hätte ich gehofft, Bund oder Land würden sich hier stärker engagieren. Frau Dr. Gabriele Rommel, Leiterin der Forschungsstätte und des Museums, konnte dem nur beipflichten und berichten, dass sich zu dem Treffen der Internationalen Novalis-Gesellschaft Gäste aus aller Welt angekündigt haben und mittlerweile für den Novalis-Preis Bewerbungen aus Kanada und den USA schon eingereicht wurden. Mit der Inbetriebnahme des Liftes durch die Landrätin ist nun der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Das Projekt umfasste ein finanzielles Volumen von ca. 400.000 Euro, von dem ca. 238.000 Euro im Rahmen des LEADER-Programms von der EU getragen wurden. Die zweite Bauphase wird dann im zweiten Halbjahr des Jahres folgen.